Hi, hallo und willkommen zu meinem Video. Heute mal wieder Asperger-Menschen mit Behinderung. Entschuldigt, ich muss mal ganz kurz. So, behinderungsgerechte Thematiken. Also, folgendes, meine Lieben. Ich möchte mit euch heute über das Thema Grundsicherung und im Alter oder Erwerbsverminderung reden. Also, ich bin in der Grundsicherung, weil ich hab, wie es heute auf meinem Bescheid stand, kein Einkommen. Das ist irgendwie schon jedes Mal, wenn ich es höre, ein bisschen hart, aber es ist halt wirklich so. Ich habe kein eigenes Einkommen. Und meine Eltern auf der Tasche liegen, finde ich eben ehrlich gesagt auf die Dauer auch nicht die Lösung. Und meine Mom hat mir dann so mit 23 gesagt, wir müssen auf jeden Fall was tun, dass ich ein eigenes Einkommen habe, damit ich unabhängiger von ihnen bin. Und ja, auf jeden Fall bekomme ich jetzt Grundsicherung, aber auch schon eine ganze Weile, seitdem ich 25 oder so bin, also 6 Jahre. Und lustig ist dieses Jahr, also ich bin immer sehr früh dran mit der neuen Beantragung, weil ich einfach immer möchte, dass meine Anträge schnellstmöglich da sind, dass ich alles erledigt habe, dass ich weiß, dass ich sicher bin. Und ich bin dann immer auch total das Nervenwrack zwischen Juli und August, weil ungefähr da schicke ich immer meinen Antrag ab und dann warte ich immer auf den Bescheid, dass es wirklich dann wieder für ein ganzes Jahr durchgeht. Und ja, da bin ich wirklich ein Nervenwrack. Und ja, auf jeden Fall ist es so, entschuldigt, ich habe einen neuen Haargummi. Weil meine Haare inzwischen so krass gewachsen sind, dass ich die, wenn ich da keinen Gummi reinmache, dass die mir nur noch überall hinfliegen. Und ja, aber auf jeden Fall ist es so, dass ich dann den Neuantrag gestellt habe. Und jetzt kommen wir zu euch, warum ich euch das erzähle, weil ich euch ein paar Tipps habe. Oder besser gesagt, so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, wie nennt das Wort sich? Dinge, die man beachten sollte, Dinge, die vielleicht beim Erstantrag für euch wichtig sein könnten. Also, erstens, der Erstantrag, wenn ihr jetzt älter seid, Rentenalter und so, ist das, glaube ich, nicht so, dann geht es leichter. Aber auf jeden Fall war es bei mir damals ein ganz schöner Kampf, bis ich in der Grundsicherung drin war. Also ich habe damals das mit 25 beantragt und dann war es so, dass ich erst beim Arbeitsamt gelandet bin und die haben sich dann mit der Krankenkasse gestritten, die haben sich mit der mit der Stadt gestritten, wer nimmt mich jetzt? Ist nicht das, ist, ich glaube, in dem Moment fühlt euch nicht begehrt, weil jeder will euch am liebsten loswerden. Und das ist nichts, wo man sagen kann, wow, fühle ich mich jetzt gerade gewollt. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich beim Erstantrag musste ich angeben, meinen Finanzstatus von 6 Monaten oder 3 waren es, ich weiß es nicht, oder war es sogar ein Jahr. Ah, steht im Antrag, wie lange. Da muss man dann die Konten, die, ob man irgendwelche Lebensversicherungen, ob man Bauspar und das alles wird dann mit in die Berechnung reingestopft. Und ja, und eben zu meiner Zeit war, glaube ich, das Schonvermögen bei 5.000. Und jetzt im Moment, Stand heute, 2024, ist bei 10.000. Wobei ich glaube, dass da die Regierung schon wieder am Diskutieren ist, ob sie es nicht wieder nach unten korrigieren wollen. Aber das ist dann immer so diese Sache. Also vor meinem Antrag war es sogar bei 2.500, wenn ich mich nicht ganz, ganz doll irre. Okay, ich weiß es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr 100%. Ich gebe es zu. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich das dann beantragt habe. Und dann ist wichtig, ihr müsst eure Schwerbehinderung auf jeden Fall mit einreichen. Und hier kommt jetzt ein Tipp von mir.
den habe ich selbst nicht gewusst bis jetzt, deswegen ist es ein neuer Tipp. Als ich damals das beantragt hatte, war ich bei der Schwerbehinderung von 70% und hatte keine Merkzeichen. Wenn ihr allerdings eine Schwerbehinderung habt, plus Merkzeichen G, also wie gehen, G, dann bekommt ihr 17% mehr wegen mehr Bedarf wegen Schwerbehinderung. Also vergesst nicht anzugeben, wenn ihr dieses G auf eurem Schwerbehindertenausweis habt, dass ihr das habt. Das ist nämlich sowas, wo wirklich dann einen Unterschied machen kann. Weil der Grundbetrag ist sehr, sehr wenig. Dann, wenn ihr einen Mietvertrag habt oder wenn eure Eltern einen Mietvertrag haben und ihr da, dann könnt ihr den auch einreichen. Ihr könnt auch eure Heizkosten mit einreichen. Und das wird dann alles mit berechnet. Also nicht vergessen, es auch mit einzureichen. Ja, was noch? Ihr müsst auf jeden Fall eure Konto, also eine Kontoübersicht, also welche Konten ihr habt, wie viel drauf ist und auf jeden Fall auch noch über einen gewissen Zeitraum, den ich jetzt gerade nicht weiß, weil bei mir der Antrag halt, der erste Antrag ist lange her und ich bin jetzt im Punkt, wo ich den immer 6 Monate rückwirkend angeben muss. Aber auf jeden Fall, dass ihr den Antrag, wenn ihr den dann habt, oder wenn ihr den einreicht, müsst ihr eine gewisse Zeit angeben, wie viel Geld habt ihr dann davor und wie ist euer Verlauf, damit nicht so nach dem Motto, ja, ich bin jetzt in der Grundsicherung und brauche das Geld und dann gibt es einen Monat ab und hast da halt kein Geld, aber hast die Monate davor Milliarden gescheffelt. Also das ist sehr wichtig. Ich musste, glaube ich, sogar 2 Termine vor Ort wahrnehmen. Wegen Unterschriften und so, aber da bin ich mir, also ich weiß nicht mehr, ob es 2, 3 oder vielleicht nur einer war. Ich weiß, ganz schöne wackelnde Range, aber ja, Range gleich. Ich gucke zurzeit so viele YouTube-Videos, habe gerade furchtbaren Denglisch. Ich habe ein furchtbares Denglisch mir angewöhnt und bin noch gerade etwas erschöpft. Also, sorry. Entschuldigung. Ja, und ja, das war eigentlich alles, was ich euch dazu jetzt gerade so auf die Schnelle erzählen kann, weil bei mir ist heute der Antrag ist wieder mal eingeflattert und ich bin so froh, weil ich bin immer, wie gesagt, in der Zeit zwischen Antragstellung und bekomme ich es verlängert, immer so nervös. Meine Mama ist immer ganz ruhig und sagt, du bekommst das sicher, du hast kein Einkommen, die brauchst es. Und ich bin dann immer so, ja, aber was wenn, was wenn, was wenn, was wenn doch irgendwie, was wenn ich zu viel da habe oder was wenn das dann doch nicht war und meine Oma und mein Opa haben mir immer Taschengeld überwiesen. Jeden Monat 30 Euro. Und selbst dieser kleine Betrag wird euch abgezogen. Also, wenn ihr sowas auch bekommt, dann denkt daran, dass es besser ist, wenn ihr es einfach, wenn es beendet wird und nichts mehr da kommt aufs Konto oder so. Weil dann ist es besser. Dann bekommt ihr ein bisschen mehr. Wobei ich ehrlich gesagt sage, es ist ja egal, wo es herkommt. Am Ende ist es einfach nur wichtig, dass da was da ist. Dass man leben kann und dass man sich sein Leben finanzieren kann und seine Einkäufe. Und ja. Ja, was kann ich euch noch so zeigen? Ich habe immer am Anfang von jedem Jahr mache ich einen Zettel, wo ich eine Aufstellung mache, wie viel was, wo und so überhaupt und wie die Kosten dann sind und wo ich dann was ausgebe, was für mich wichtig ist. Also zum Beispiel muss ich immer darauf achten, dass ich ungefähr 115 Euro auf dem Konto habe für Handy, für also Getränke,
Wisst ihr was? Da kann ich euch mal ganz locker lässig hier meine, ich habe es ja immer Grundrechnung, habe ich immer da. So, ich mache mir jeden Monat einen solchen Zettel hier. Na komm. Ja, da steht dann drauf für meine Bankgebühren, für Sachen, also für Unterhaltung nenne ich es. Aber so, das ist einfach im Grunde genommen mein Magenta TV. Für Getränke, für Handy und das zusammen kostet eben, wie gesagt, bei mir ungefähr 115 momentan stand. Und das tue ich dann immer auflisten. Und dann steht oben immer, also ich rechne, wie gesagt, Jahresanfang immer, oder besser gesagt, dann bei mir ist es um der 10. rum, weil da war mein erster Antrag. Und da rechne ich dann immer, was ich bekomme, wie viel ich brauche, was ich für Lebensmittel brauche, was ich abheben muss vom Konto und alles das. Und rechne dann eben in dementsprechend raus, wie viel ich habe. Und ja, und dann tue ich das eben dann aufschreiben, fein säuberlich, und dann kann ich das mir einfach, hat man ein Bild und kann sich das dann immer angucken, kann dementsprechend dann einfach auch dann die Kontosachen machen und hat dann einfach einen Überblick. Und dann mache ich noch so eine kleine, und dann manchmal, wie gesagt, mache ich da die Liste, mit Sachen, die überwiesen werden von meinem Budget, das ich da auf dem Konto habe. Und steht da zum Beispiel, sei es, weil ich jetzt gerade minus 30, 38, 80, glaube waren es sogar, für Pokémon-Spiel. Weil ich da mir drei Pokémon-Spiele jetzt gekauft habe, weil ich die online günstiger bekommen habe über Vinted, als wenn ich die im Laden gekauft habe. Weil im Laden hätte eins davon den Preis gekostet. Und bei Vinted kriege ich jetzt, wenn es gut läuft, muss man dann schauen, drei zu dem Preis. Und dann schreibe ich das auf, ziehe es von dem, was ich habe, ab, und dann hat man einfach einen Überblick. Und es kann sehr hilfreich sein. Glaubt mir, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man den Überblick über seine Finanzen verliert. Weil dann ist man immer in einem Status von, habe ich jetzt noch genug, brauche ich jetzt noch mehr? Und das ist, glaubt mir, das ist eine Zitterpartie und das wollt ihr nicht. Ja, und so versuche ich das immer für mich zu machen. Ja, puh, sonst kann ich euch eigentlich gar keine Tipps mehr geben und nichts. Aber auf jeden Fall, jedes Jahr mache ich dieselbe Rechnung im Grunde genommen, weil es ja im Moment noch nicht mehr wird. Bald wird es dann Anfang nächsten Jahres, wird es ein bisschen, nee, Mitte nächsten Jahres wird es ein bisschen mehr. Weil da kostet dann meine Unterhaltung 25 anstelle jetzt von den 20. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch dazu sagen kann im Moment. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das macht, wenn ihr da irgendwie wie ihr Überblick behaltet, weil es gibt ja auch Leute, die da diese Kalender haben und sowas. Habe ich auch probiert für mich immer pro Woche, aber ich tue dann auch immer mein Wochengeld in so eine Klammer und dann tue ich es halt versuchen so zu regeln, aber trotzdem verliere ich beim Wochenausgaben oft den Überblick im Moment noch. Da muss ich noch ein besseres System finden. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmeoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.